darüber gesprochen haben, obwohl die beide schlank waren. Und ich habe immer gesagt, ja, was soll der Quatsch denn? Das ist doch total überflüssig. Und dann im Herbst, da habe ich dann so gedacht, also vielleicht gibt einem das ja schon irgendwie was, weil meine eine Freundin auch mal erzählt hat, dass ihr das dann irgendwie hilft und also so ein bisschen, also so fürs Selbstbewusstsein. Und ja, dann habe ich halt das einfach mal ausprobiert irgendwie. Was ich halt gut fand, war, dass ich mich leicht gefühlt habe halt. Und ich hatte irgendwie so das Bild, dass ich, auch weil ich dann am Ende noch so aktiv war und so, dass ich das Bild hatte, ich mache halt viel, aber ich komme mit dem wenigsten aus. Während ihrer Radikaldiät fühlte sie sich oft so schwach, dass sie ihr Lieblingshobby, das Reiten, aufgeben musste. Doch nach außen wahrte sie den Schein, ging zur Schule und spielte auch noch in der Theater-AG. Manchmal hätte ich auch Lust gehabt, was zu essen, aber dann habe ich mir immer gesagt, ja, isst du das jetzt nicht, dann kannst du das morgen essen. Oder wenn du das jetzt alleine, also wenn ich dann alleine war, habe ich gedacht, das kannst du dann ja lieber essen, wenn du mit jemandem zusammen bist, dann ist es lustiger und dann macht Essen sowieso mehr Spaß. Und ich habe es mir sozusagen immer aufgespart, weil ich ja eigentlich noch gerne gegessen habe. In der Ernährungstherapie steht das Belegen einer eigenen Pizza auf dem Programm. Für die Mädchen ein Kampf mit sich selbst und mit der Ernährungsberaterin. Also bei mir ist es so, dass ich dank dem Vertrag, dass ich da gar nicht dazu komme, ein schlechtes Gewissen zu haben. Oder dass er sich gar nicht so weit entwickeln kann. Der ist schon da, aber der kommt nicht hoch. So. Da ist jetzt wichtig, dass du guckst, dass es nicht zu wenig Käse ist. Denn bei dir ist ja jetzt der Gemüseanteil auch sehr hoch, ne? Und dementsprechend kannst du halt auch schauen, dass du Käse noch drauf machst. Ja. Du kannst einfach Energiegehalt. Muss es viel sein? Mach einfach mal. Also ich finde es noch ein bisschen wenig. Okay. Da kann ruhig noch was drauf. Vielleicht. Du, ne? Ja, Mensch. Machen wir so ein bisschen über den Deckel. So, das reicht. Sicher? Ja, ich esse mal gut. Also ein bisschen hätte auch noch drauf gekommen, ne? Na gut. Okay, wer möchte als nächster? Für Melisa ist die Vorstellung, beim Mittagessen einer unkontrollierbaren Menge von Kalorien ausgesetzt zu sein, noch eine sichtliche Zerreißprobe. Ja, also das Schwierige ist halt Fett. Oder auch Käse, das ist auch ganz schwierig für mich, so, also so Schnittkäse. Halt alles, was so mit viel Fett ist. Ich finde es vom Schmecken eklig. Ja, und halt auch, weil es dick macht. Also obwohl ich ja jetzt halt auch zunehmen muss und auch zunehmen will. Aber nicht durch so viel ekliges Fett. Das gefällt mir nicht. Was fehlt dir noch? Ja, ich weiß nicht. Was hättest du gern? Ich weiß nicht. Was gefällt dir denn nicht? Jetzt hast du den Gemüsebelag halt auch, sag ich mal, eher spärlich gehalten, ne? Beim Thunfisch selber. Also da musst du dann gucken. Weil sonst reicht das nicht aus vom Energiegehalt dann. Probier ich nochmal einen. Die reißt es auch nicht raus, ne? Nee, ich weiß. Magersucht ist keine Essstörung, die schnell zu heilen ist. Im Durchschnitt dauert die akute Krankheitsphase 3 Jahre. Das 8-wöchige Therapieprogramm zielt darauf ab, den Mädchen bewusst zu machen, warum sie in die Krankheit gerutscht sind. Problemaustausch in der Gruppe. Es war ganz schwierig für mich. Ich habe auch, bevor ich hier hingekommen bin, habe ich gedacht, das schaffe ich nie. Und halt ein bisschen mehr zu essen, das war jetzt so für mich dann. Nach ein paar Gesprächen war es nicht so schwierig dann, und jetzt nochmal was draufzulegen, das finde ich jetzt nochmal viel schwieriger. Man hat dann das Gefühl, wenn man dann zu viel isst, dass man dann eigentlich so ein Fressmonster ist, dass man einfach mehr isst als die anderen und dass es nicht richtig wäre und dass es einfach zu viel ist. Bei mir war es so, dass ich mich mit den anderen verglichen habe und geguckt habe, wie viel essen die jetzt. Und ich darf nicht mehr essen als die. Man gönnt sich dann nicht so richtig. Also wenn man so eine Schokolade gekriegt hat, so ein Stückchen, dann denkt man, heute Abend. Und dann, wenn der Abend dann da ist, dann wird man doch so unsicher. Soll man es nicht? Und dann verschiebt man es wieder. Während sich die meisten Menschen aufs Mittagessen freuen, bedeutet es für die Patientinnen der Parkland-Klinik Stress.
Bei Frühstück und Abendessen können sie ihre Portionen selbst bestimmen. Doch hier stehen sie unter Aufsicht der Ernährungsberaterin und sollen die geforderte Kalorienmenge zu sich nehmen. 112. So, 128. Das Kamerateam lassen die Mädchen nur in den ersten Minuten zu. Überhaupt vor anderen zu essen, ist für die meisten schon eine extreme Herausforderung. Ich habe halt schon davor Angst, dass ich irgendwann nicht mehr aufhören kann, zuzunehmen, weil ich dann halt immer so weiter esse, wie ich jetzt esse. Und dann werde ich ja, ich sag mal, wieder so dick wie vorher. Auch wenn ich vorher nicht, vielleicht nicht dick war, aber ich glaube, ich würde mich dann total unwohl fühlen. Also ich finde, bei dickeren Leuten finde ich das auch gar nicht so schlimm, dass die dick sind und so. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich jetzt dick bin, dann ist das ganz schlimm für mich. Also irgendwo hat man natürlich schon noch, habe ich natürlich schon noch Angst, so, wenn ich denke jetzt, ja, geht immer weiter hoch und mit dem Gewicht und ob ich mich dann schwer fühle oder dick oder mit Mittagessen ist es noch ein bisschen schwierig, weil das ist auch so früh irgendwie und mittags habe ich auch oft eigentlich nicht so Lust auf was Richtiges so, sondern eher abends und ja, das gefällt mir noch nicht so gut dann. Aber generell die Vorstellung vom Essen und so ist total, also problemlos und entspannter. Ja, es ist halt doch schöner, satt zu sein, als Hunger zu haben. Knapp 2 Jahre später. Debbie lebt seit dem Klinikaufenthalt wieder bei ihren Eltern in Duisburg. Für die heute 17-Jährige war die Therapie ein Erfolg. Über 15 Kilo hat die Gymnasiastin seit ihrer Entlassung zugenommen. Total gut, das hätte ich eigentlich vor einem Jahr oder so hätte ich das gar nicht gedacht, dass es mir wirklich so gut damit gehen kann, dass ich jetzt halt auch zugenommen habe und so. Und total schön. Ist gar kein Problem mehr mit dem Essen. Ich genieße das einfach total und ich denke auch nicht mehr drüber nach. Also wenn man mich jetzt fragen würde, was hast du heute alles gegessen, das wüsste ich nicht mehr. Früher war es halt so, da konnte ich nach einer Woche wahrscheinlich noch sagen, was ich jeden Tag gegessen habe und wann und wie viel und so. Und das ist jetzt gar nicht mehr so. Ja, es ist jetzt viel entspannter alles. Debbie ist jetzt ein richtiger Teenager. Wir fetzen uns manchmal und sie kann gut Grenzen setzen und hat Selbstbewusstsein bekommen. Das Leben nach der Magersucht. Besonders für Mutter Margarete ist jeder neue Tag mit ihrer Tochter fast wie ein Geschenk. Das Schlimmste an der Krankheit war für sie die eigene Hilflosigkeit. Die Schwierigkeit für mich war, auch loszulassen, die Kontrolle loszulassen. Übers Essen und übers Gewicht und alles. Und auch, dass sie dann 8 Wochen weg war, also das leere Zimmer, das fand ich schon dann oft schlimm. Dann machen wir uns als Eltern uns auch Vorwürfe. Was haben wir verkehrt gemacht? Warum ist das Kind da reingerutscht? Obwohl da natürlich auch viele andere Faktoren so aus Debbies Umgebung noch eine Rolle mitspielen. Ne? Der Weg zurück zum Normalgewicht war schwer. Noch am Entlassungstag schummelte Debbie ihr Gewicht nach oben, trank vor dem Wiegen 1 Liter Wasser. Das Zunehmen danach, für sie oft eine Qual. Mittlerweile verstehe ich auch wirklich das Wort Magersucht, weil es war wirklich das Gefühl, also die Sucht nach dem Hungergefühl und nach diesem Magersein einfach. Und wenn ich das dann so gesehen habe als so ein anderes Mädchen, dann habe ich es vielleicht ein bisschen vermisst. Einfach, weil ich dann eifersüchtig war irgendwie. Sie hat das noch, sie macht das noch, sie ist einfach noch so und ich eben nicht mehr. Also ein Stück weit war es dann auch noch so ein Gefühl von Verlust. Der endgültige Wendepunkt kam im April 2008. Innerhalb von wenigen Tagen schwollen Mittel- und Zeigefinger der rechten Hand an. Sie musste ins Krankenhaus. Als sie mir dann gesagt haben, dass meine Hand auch absterben könnte davon, da habe ich mich schon sehr erschrocken. Und das war halt dann auch der Punkt, dass ich wirklich eingesehen habe, ich muss noch zunehmen, weil das war ja diese 48-Kilo-Grenze ungefähr, wo mir so mulmig war. Und als ich dann halt rauskam, hat meine Ärztin auch noch gesagt, nein, das geht so nicht, du musst noch weiter zunehmen. Und das war für mich halt total schwer. Melisa 2 Jahre später. Auch sie wohnt mittlerweile wieder zu Hause in Wuppertal. Doch das Thema Essen beherrscht nach wie vor ihr Leben. Im Vergleich zum Stand vor 2 Jahren habe ich nicht zugenommen. Unbeschwert essen wünsche ich mir, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen.
Ich kann mich schon noch gut daran erinnern, wie es früher war und wie viel ich da gegessen habe und wie gerne ich gegessen habe. Und da würde ich auch gerne wieder hinkommen, auch einfach so frei essen zu können, ohne darüber nachzudenken, was ich jetzt esse. Das macht mich auch teilweise sehr traurig, dass ich das jetzt nicht kann. Dreh- und Angelpunkt beim Einkaufen, der Verzicht auf jede überflüssige Kalorie, selbst beim Apfel. Ich gucke halt, ob die so die richtige Größe haben, ob die nicht zu klein sind und nicht zu groß. Wenn die größer sind, dann sind mehr Nährwerte drin, wenn die kleiner sind, ist weniger drin. Und das spielt halt schon noch ein bisschen eine Rolle. Mittags hat sie sich eine feste Kaloriengrenze gesetzt. Ich kaufe jetzt hier das Mittagessen, dann nehme ich immer Fertiggerichte. Immer Nudeln, wird auch langsam, hängt mir das zum Hals raus, aber ich finde halt nichts anderes, was besser schmeckt und was dem so entspricht. Die zwei Sachen nehme ich immer. Und was ist mit den anderen, die noch daneben stehen? Die haben leider zu viele Kalorien, die anderen. Also ich könnte dann halt natürlich was weglassen, aber dann besteht die Gefahr wieder, dass ich mehr weglasse, als ich eigentlich dürfte. Und deswegen nehme ich dann doch die ich dann ganz essen muss oder darf, wie man es nehmen will. Fast der gesamte Rest des Supermarktangebotes besteht für Melisa aus verbotenen Lebensmitteln. Auch Käse ist nach wie vor tabu. Teilweise ist es schon ein richtiger Ekel. Also jetzt nicht, wenn ich das sehe, aber wenn ich das essen würde. Im Dezember war es das letzte Mal. Jeden Abend habe ich da zwei Scheiben Käse gegessen. Und das ging auch eine Zeit lang gut, aber wurde dann halt immer schwieriger. Und dann habe ich immer mehr weggelassen. Und dann habe ich gedacht, habe ich nachher gedacht, bevor du es wegschmeißt, weil ich das dann immer weggeschmissen habe, lasse ich es dann ganz weg. Ich wollte halt einfach nicht meine Kalorien durch so viel Fett zu mir nehmen, weil ich dann auch denke, das Fett setzt mehr an. Und dann esse ich lieber was nicht so viel Fett hat und kriege dann dadurch vielleicht mehr Muskeln oder sowas. Das ist natürlich Unsinn, aber so denkt man nun mal. Die vergangenen zwei Jahre waren für Melisa wie eine Achterbahnfahrt. Sechs Monate verbrachte sie erneut in einer Klinik für Essstörungen und schaffte es dort, 10 Kilo zuzunehmen. Zum ersten Mal seit langer Zeit war sie wieder glücklich. Doch zu Hause fing sie wieder an zu hungern. Dass ich so viel abgenommen habe, man lässt die Krankheit, glaube ich, nie los. Und es wird immer wieder schwierige Zeiten geben. Aber ich hätte da zu dem Zeitpunkt hätte ich nicht gedacht, dass ich da noch mal so tief reinrutsche, weil ich das halt auch nicht wollte. Und weil ich ja auch wusste, wie schlecht es einem dann geht. Ja, aber man kann da selber manchmal gar nichts gegen machen. Das kommt einfach so. Und man versteht es auch selber nicht, warum man manche Sachen so macht. Im Dezember wog sie nur noch 39 Kilo. Ein lebensbedrohlicher Zustand. Um weiterhin zu Hause bei ihrer Familie bleiben zu können, versucht sie gerade langsam wieder zuzunehmen. Meine Eltern wollten halt, dass ich nicht unter 40 wiege, auf jeden Fall. Und das war vielleicht auch noch mal so ein Anstoß, dann zu sagen, okay, muss was passieren. Also ein Mindestgewicht, wo ich sagen würde, jetzt kann ich nicht weiter abnehmen oder jetzt muss was passieren, das gibt es, glaube ich, nicht. Ich glaube, wenn man dann in der Situation ist, wo man dann 39 Kilo wiegt oder sowas, das ist ja schon so ein sehr kritisches Gewicht, aber was ich jetzt auch so sehe. Aber wenn ich dann in der Situation bin, dann denke ich ja, ist doch gar nicht so schlimm. Melisas ehemalige Mitpatientin Nevena auf dem Weg nach Hause. 10 Kilo hat sie damals in der Klinik zugenommen. Dieses Gewicht hält sie bis heute. In einer Woche macht die 19-Jährige ihr Abitur. Sie hat ehrgeizige Pläne. Mein körperlicher Zustand, ich glaube, das sieht man, hat sich wesentlich verbessert. Und ja, ich habe jetzt einfach aufgehört, ja, mit dem Thema Magersucht und Nicht-Essen und Bulimie.